Ja, wie man sieht, an unserem Boden sieht, sind wir in Kürze startklar für eine mehrtägige Kajak-Gepäcktour mit unseren zweier Schlauchkajaks von Grabner, die jetzt seit 2017 bei uns im Einsatz sind. Auf Großgewässern wie Loire, Elbe, Weser, genauso bewährt wie auf schwedischen Seen oder lappländischen Seen. Noch nicht mit Gepäck im Einsatz waren diese windanfälligen Schlauchkajaks hier auf den Ålandinseln, und deswegen sind wir sehr darauf erpicht, dass wir keinen Fehler machen und den Wind falsch berechnen oder nicht richtig über Windrichtung und Windstärke informiert sind. Das ist Voraussetzung dafür, dass unser Vorhaben klappt. Schauen wir mal. Jedenfalls in 10 Minuten geht es los. Gleich zu Beginn unseres Startes zog sich gerade der Himmel zu. Ein paar Regentropfen. Wir haben uns gleich in die Regenklamotten gewuchtet und fangen jetzt wieder prompt an zu schwitzen. Aber so ist das immer beim Outdoor-Aktivitäten. Mal so, mal so.
Wie schon erwähnt, die Windrichtung stimmt nicht mit der Windvorhersage überein. Eigentlich sollte Südwestwind sein, stattdessen, also schwach, stattdessen ist aktuell Nordwestwind, Quatsch, Nordostwind sogar. Und wir befinden uns jetzt praktisch auch an der Küstenseite im Norden der Orlands, wo auch eine Windwelle immer noch auf den Strand kommt, auf die Felsen kommt. Und da ist das Anland mit unseren Schlauchbooten auf glitschigem Granit nicht ganz so einfach. Deswegen stehen unsere Boote etwas merkwürdig da im Geröll. Okay, so ist das in den Schären. Siehst du, was hier in eine Welle reinrollt jetzt? Dass die Hunde Spaß haben. Ja, das Rote Hilleberg-Zelt hinter mir, der Geodät Saivo, war ungefähr vor einem Jahr auf der Elbe 550 Kilometer Tour in 3 Wochen im Einsatz. Danach trocken verpackt im Packsack und jetzt auf den Orlandinseln penne ich seit über einem Jahr erstmals wieder in einem Zelt. Und ich bin gespannt, wie ich da so zurechtkomme, denn mittlerweile habe ich eine Hüft-OP, habe andere Wehwehchen, die weiche Schlafunterlagen erfordern, und deshalb haben wir auch wieder eine Kastenluftmatratze im Einsatz, weil mit Isomatten läuft da bei mir nichts. Yeah.
zwei Sachen sind hier mal gerade erwähnenswert. Wie man sieht, steht unser Zelt auf blankem Fels. Granitfels, blank gebügelt von 3 Kilometer dickem Eis vor ungefähr 10.000 Jahren. Darauf steht jetzt ein schwedisches Hilbergzelt, auch schon 20 Jahre alt. Und da es sich um einen Geodät handelt, bleibt das Zelt auch stehen. Hinten und vorne haben wir es abgespannt und haben die Spannseile an Steine festgebunden. Das ist jetzt nicht sturmstabil. Käme ein Sturm auf uns zu, würden wir auch unsere Kanus noch zu Hilfe nehmen als Anker, als Leinenanker für Zeltverspannung. Ein zweites Ding noch, am Zelt hängt ein Solar-Faltpanel. Das habe ich seit 2 Jahren und letztes Jahr auf der Elbe im Einsatz gehabt. Damit lade ich in der Regel hier unterwegs mein Tablet. Und mein Tablet liegt im Kanu immer neben mir, vor mir, nicht neben mir. Und es wird dann permanent mit einem USB-Kabel von hinten, vom Deck her, wo ich den Panel festgebunden habe, gespeist. Jetzt hängt der Panel praktisch an unserem Hilleberg-Zelt und kann heute Abend noch ein bisschen was laden, solange die Sonne noch so fett vom Himmel scheint. Ja, die erste Nacht in der Schärenwildnis der Orlandinseln liegt hinter uns. Sie war fantastisch. Kein Mucks gehört außer dem Plätschern und immer leiser werdenden Plätschern der Meereswellen. Heute Morgen ist das Meer so glatt wie ein Kinderarsch. Darauf haben wir gehofft. Denn gestern Abend haben wir hier gestoppt und befürchtet, dass wir nicht weiterkommen, weil noch enorm Wellengang zu beobachten war mit relativ wenig Wind. Das waren die Restwellen des
Sturmtiefs von vorgestern oder auf jeden Fall des stürmischen Wetters von vorgestern über der nördlichen Ostsee. Aber jetzt ist es wunderbar, ein herrlicher Morgen bricht an. Wir sind total gut gelaunt, denn deshalb sind wir hier draußen unterwegs, um solche Naturerlebnisse nicht nur zu sehen, sondern zu riechen, zu erleben, zu fühlen, zu empfinden und sich darüber auch richtig zu freuen. Heute Nacht hat es geregnet. Unser Geodätzelt, mittlerweile in die Jahre gekommen, 20 Jahre alt, tut nach wie vor seine Dienste, steht ohne Hering auf glattem Granit. Und glatter Granit ist als Basislager, Unterlage, so schöner wie schmutziger Schlamm, schöner wie Sand, schöner wie nasses Gras oder so. Wir können hier barfuß laufen, die Ausrüstung bleibt sauber. Genial! Und wenn man weiß, wie man ein Geodät aufbaut, dann passt das auch alles wunderbar. Und jetzt werden wir ganz langsam unser Lager wieder zusammenräumen, verpacken in unsere Schlauchboote und weiterziehen. Weiterziehen, das ist auch immer etwas, was in den Scherenwelten total spannend ist, denn ständig ändern sich die Eindrücke, ständig ändert sich das Wasserlinienbild, das Küstenbild, das Scherenbild, das Granitsteingebilde. Und ständig haben wir jede Menge interessante Motive zum Filmen, zum Fotografieren und zum Freuen. Ja, nachdem heute Morgen Samira schon Trockenholz gesammelt hat für ein kleines Wärmefeuerchen. Heute Morgen um 6 Uhr war es nur 9 Grad. Das ist für uns warm. Aber ein Wärmefeuerchen ist dann immer trotzdem schön. Zumal es heute Nacht auch ergiebig geregnet hat, wäre das jetzt hier kein Problem gewesen. Aber mittlerweile ist es schon wieder so warm, dass ich glaube, dass wir keinen Bock haben auf Wärmefeuerchen. Relativ wenig Wasservögel hört man. Kaum Möwen, das war gerade der erste Vogel, den ich heute höre. Hier war mal mehr Wasser drin.
wie jetzt. Das sieht man in der Beschaffenheit des Loches hier. Ja, wir erkunden gerade hier Binnengewässer, Süßwasserseen, die auf Basalt aus Regenwasser entstanden sind im Laufe der Zeit. Aktuell sieht es danach aus, dass es sich hierbei nicht mehr gerade um große Seen handelt, weil offensichtlich es hier auch auf den Orlandinseln schon lange nicht mehr so geregnet hat, dass diese Basaltbassins gefüllt wären komplett. Aber es ist noch was da. So, wir haben ein geiles Frühstück, Samiras Spezialität, im Wechsel der Welten auch immer wechselnde Müslis zu produzieren für unser gesundes Frühstück. Und heute, was ist heute drin, Samira? Knuspermüsli, Haferflocken, Cashewkerne, gefriergetrocknete Kirschen und Apfel. Ja, wir kurven hier gerade vor einem Gelände, vor einem herrlichen Biwakplatz, den wir vor genau 20 Jahren benutzt haben auf unserer ersten Orlandtour. Und den wollte ich auf dieser Tour hier und heute unbedingt nochmal wiedersehen. Und ja, ich habe herrliche Erinnerungen an diese Zeit, an diese Tour, an dieses Gelände hier. Ja. Diese waghalsigen an die Felsen ran Paddlerei, das geht auch nur bei relativ moderater See, also keine brechenden Wellen, das ist heute der Fall. Und unsere Gummibötchen sind robust, die können auch mal gegen die glatten Granitfelsen brettern, ohne dass sie futsch gehen. Und auch kippstabil, sodass wir hier nicht an die Granitküste gespült werden und zertrümmern. Eine Karambolage in der Schärenwildnis. Ja, es ist eine wahre Wonne hier heute unterwegs zu sein und zu filmen und zu fotografieren. Wenn man so ein Foto- und Filmnah ist wie ich, dann hat man hier alle 2 Minuten ein geiles Motiv vor sich. Irre.
ist 10.000 Jahre her. Verglichen mit der gesamten Erdgeschichte ist das wirklich noch nicht lange her, dass dieses Gestein geformt wurde. 10.000 Jahre.